ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wieso behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind hier denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Kommen Sie, ich muss hier raus! Oh! Oh my fucking God! Oh my fucking God! Oh my fucking God! Dieser Versager, dieser Schmarotzer! Ein paar Vanille Faulpelz! Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Was hat er denn gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das? Verrat an meiner Person! An meiner Person! C'è un prima della guerra e un dopo guerra! Non guardiamo più al prima della guerra! Non abbiamo nostalgie per quel tempo! Per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Caccia i trafficanti del Tempio e diventa finalmente l'artefice del suo destino. Small loan of $1 million. I love you, baby. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum. Ein Mädchen kaut Kabagum, ein Mädchen kaut rum. When Blackie comes down to Hilo, poor old man. When you try your best, but you don't succeed. En la entrada de 1939, la España Nacional ofrece a todos los pueblos, con sus glorias y heroicos sacrificios, su voluntad de cooperar a la paz del mundo con su victoria. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Goten sind gefallen. La décision ne sera que la sienne. Mais je suis sûr, pour ma part, qu'il prendra celle du bon sens, accomplie en union avec la France et dans la coopération des communautés, la transformation de l'Algérie algérienne en un pays prospère et fraternel. Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Er wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. It was a nervy end, but we still won 3-2. Top 8, we're still coming for you. You just got trolled, libtard. Epic style, baby. It's beautiful. Ich glaube, es ist mir eine Stunde mit Eisenhower
Er sieht es genauso. It's time to celebrate the new home. See? Well, why not? When in Rome? excellent. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом. Перед рабочим классом. Перед крестьянством. Перед интеллигенцией. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. This kind of person. Pathetic. Everything about this does not represent what an honest truly is about. You should be ashamed of who you are and what you've done. Can't believe that I'm even within arm's reach of you. Puh. Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Sie wollen doch nur Ihren Kopf retten. Ich verbitte mir diesen Ton. Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden.